und da sind wir auch schon bei Part 2 von meinen Jahresfavoriten. Ich verlinke euch den ersten Teil mit dekorativer Kosmetik, also wirklich nur Beauty-Sachen, entweder hier, falls ich das vergesse, auch unten in der Infobox. Da habe ich wirklich alles besprochen, Foundation, Puder, Lidschatten und so weiter. Und heute ist Part 2 und da geht es um Haarpflege, Körperpflege, Hautpflege, Nägel, Pinsel und so weiter. Das habe ich hier alles vor mir liegen. Ich habe mal wieder ein riesiges Körbchen voll und hier liegt auch noch alles voll. Deswegen sollten wir schnell mit diesem Video anfangen. Vorher wollte ich euch noch kurz was sagen, vielleicht habt ihr es aber auch schon gesehen. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, auf jeden Fall, weil da habe ich gestern ein Bild gepostet. Ich war nämlich gestern beim Friseur und habe meine Haare wieder etwas heller färben lassen. Wenn ihr meine ganze Haargeschichte nicht kennt, wie ich von doch relativ dunklem Haar auf helles Haar gekommen bin, ich verlinke euch das auch unten in der Infobox. Und ja, mich würde sehr interessieren, was ihr sagt. Findet ihr das gut? Findet ihr das nicht so gut? Ich bin ja jetzt nicht mehr so ganz bronzed, wie ich das immer wollte. Das ist ja doch jetzt heller geworden. Ich finde es aber total schön und ich habe mir das auch eigentlich mal so gewünscht, dieses Goldene quasi aus dem Haar rauszubekommen und jetzt so ein bisschen mehr aschiger zu sein. Ja, falls ihr nochmal ein extra Video haben möchtet, wieder zu meinen Haaren, dann schreibt mir das auch gerne. Und ich denke, das war's und jetzt legen wir los. Ich habe drei Gesichtspinsel und drei Augenpinsel, die ich komplett geliebt habe. Wie vielleicht einige wissen, liebe ich Pinsel. Ich habe absolut zu viele davon. Aber ich habe jetzt wirklich probiert, so die zu nehmen, ohne die ich so gar nicht mehr leben könnte. Ich hätte natürlich, vielleicht mache ich nochmal ein Pinselvideo. Ja, das ist eine Idee. Ich mache ein Pinselvideo. Aber jetzt kommen wir erstmal zu meinen drei Lieblings-Augenpinseln. Und zwar habe ich den MAC 213er. Der ist auch ein bisschen fluffy, aber der ist nicht so fluffy wie der 217er. Ich persönlich mag den aber lieber als den 217er. Ja, Skandal, es gibt einen besseren Pinsel als den 217er, auf jeden Fall in meiner Welt. Ich mag damit nämlich, auch heute habe ich damit gearbeitet, wenn ich halt so eine Art Cut Crease mache, aber halt eher ein bisschen leichter, also nicht so sehr streng gezogen, sondern so ein bisschen noch ausgeblendet, dann finde ich ihn einfach so schön, weil man kann ihn schräg aufsetzen, damit man einfach das so ein bisschen ausblendet. Man kann ihn aber auch flach aufs Lid auflegen und dann kann man eine schöne, präzise Linie ziehen. Und ich finde, man kann mit dem 217er auch vieles machen, aber mit dem kann ich mehr machen. Und ja, der 213er ist für mich mein Top-MAC-Pinsel of all time. Von MAC habe ich auch benutzt den MAC 219er. Das ist eigentlich so ein Pointer-Brush, den, glaube ich, die meisten benutzen, um im inneren Augenwinkel zu highlighten. Das mache ich zum Beispiel gar nicht damit, deswegen ist meiner auch schwarz und nicht mehr weiß, weil ich immer damit meinen unteren Wimpernkranz verblende und auftrage und ich finde ihn einfach super, super schön dafür. Und ja, das ist auf jeden Fall mein zweiter MAC-Favorit. Meine MAC-Gesichtspinsel werden es niemals in ein Favoritenvideo schaffen, weil ich sie einfach super schlecht finde. Und ich finde, sie sind keine 50, 60 Euro wert. Ich habe schon so viele Käufe bereut und ich werde nie wieder einen MAC-Gesichtspinsel kaufen. Deswegen nur die Augenpinsel und das reicht. Die anderen sind echt so, also meiner Meinung nach, Geldverschwendung. Und dann habe ich von Wayne Goss die Nummer 3. Das ist auch eigentlich ein Blendepinsel. Mir ist der aber ein bisschen zu groß zum Verblenden. Er hat, glaube ich, auch noch eine kleinere Version davon. Und ich benutze den, um meinen Laura Mercier Secret Brightening Powder unterm Auge zu verblenden. Und das ist so schön. Der ist so perfekt dafür. Also große Liebe. Gesichtspinsel. Ich habe mich gerade auf jeden Fall entschieden, ich mache ein Pinselvideo, weil über Pinsel könnte ich einfach den ganzen Tag reden. Ich liebe sie. Gut, aber ich habe mich entschieden und zwar, no surprise, mein Primark 1 Euro Bronzerpinsel, ich benutze ihn wirklich jeden einzelnen Tag. Ich habe noch nie so einen perfekten Bronzerpinsel gehabt. Obwohl er nicht wirklich spitz zulaufend ist, kann man trotzdem eine total schöne Kontur zaubern. Ich habe da so viele von, ich liebe ihn einfach abgöttisch. Und dann habe ich, um jeden Tag so ein bisschen meinen Puder zu setten, ich mache wirklich nur so diese Bewegung und das war's, mein Real Techniques Powder Brush. Ich finde ihn nicht zu groß, ich liebe ihn, man kann ihn ganz leicht sauber machen und ja, wie alle Real Techniques Pinsel, absoluter Traum. Und dann habe ich so ein bisschen was auf der pricier Side, aber ich finde, wenn man auch gerne Pinsel mag und ich sag mal deren, wie soll ich das sagen, die als Werkzeug wertschätzt, weil ich finde, man kann mit günstigem Make-up tolle Sachen machen, aber man braucht gute Pinsel dafür. Wenn man nur teures Make-up hat, aber schlechte Pinsel, dann erreicht man kein gutes Ergebnis. Das ist meine Meinung. Und deswegen finde ich, sind die Tom Ford Pinsel, die Rouge, also Blush Brushes, auf jeden Fall jeden Cent wert. Ich benutze, das sind beides die Nummer 6. Und ich benutze den hier für Blush, wie man es sieht. Den habe ich auch vorhin benutzt. Und den hier benutze ich eher, um so
meine ganzen Setting-Sachen zu benutzen und vielleicht so ein bisschen Highlighter. Da schaue ich aber immer und die sind halt einfach echt hart und die sind so, so weich. Also für jeden Pinselliebhaber auf jeden Fall eine Investition wert. Ich habe jetzt keine genaue Reihenfolge, deswegen springe ich jetzt mal zu meinen Haarprodukten. Ich muss es hier, glaube ich, ein bisschen schneller machen, sonst sitzen wir 3 Stunden noch hier. Und zwar habe ich hier meine Kérastase Thermo Reactive Produkte. Seitdem ich jetzt meine Haare immer färben lasse, benutze ich das. Ich habe das auch hier, diesen riesen Bottich, der ist auch schon mittlerweile fast leer. Oh, der Duft ist toll, ich liebe die Pflege. Ich finde, sie haben meinem Haar auf jeden Fall geholfen, seitdem das halt gefärbt ist. Und das kann ich wirklich nur empfehlen. Ich verlinke auch Sachen unten in der Infobox, also schaut auf jeden Fall mal rein. Was mir auch total geholfen hat, ist, seitdem ich meine Haare wieder mehr glätte und locken mache und so weiter, das habe ich ja 1,5 Jahre gar nicht mehr gemacht, ist mein Aveda Brilliant Damage Control. Ich habe wirklich schon so viele Hitzeprodukte ausprobiert, die haben mir überhaupt nicht geholfen. Also ich habe nie einen Unterschied gemerkt. Und dann habe ich das irgendwann ausprobiert. Ich habe wirklich einen riesen Unterschied gemerkt. Das hilft mir so, so gut. Und das, wie ihr seht, ist ja auch fast leer. Und ja, eine große Liebe und verlinke ich auch. Und was ich ja auch dieses Jahr neu entdeckt habe, ist, oh Gott, ist mein Kokosöl. Ich benutze das wirklich für alles. Ich benutze das auch als Gesichtscreme, also als Gesichtsöl quasi. Aber wofür ich es doch am meisten benutze, ist für meine Haare. Also bevor ich duschen gehe, nehme ich so eine kleine Handvoll oder so eine kleine Handkuppe voll und massiere das in meine Haarlängen ein. Jetzt war ich ja gestern im Friseur, deswegen habe ich das noch nicht gemacht, aber jetzt auch gerade, wenn sie frisch gefärbt sind, ist es, glaube ich, ganz wichtig, denen wieder so ein bisschen Feuchtigkeit zurückzugeben. Und dann lasse ich das 20 Minuten einwirken und oh, es riecht einfach... Ich habe schon 1000 Mal gesagt, es riecht wie Kokosmakron. Ich liebe es über alles und das ist für mich eine der absolut größten Entdeckungen überhaupt dieses Jahr. Jetzt auch so eine Kategorie, da habe ich mich so schwer getan, weil ich habe so viel Haaröl, weil ich habe, wie gesagt, so trockene Spitzen habe, deswegen bin ich immer auf der Suche nach neuen Haaröls. Ich habe jetzt Haaröls... Ich habe immer das Gefühl, das heißt nicht so. Okay, auf jeden Fall habe ich aber 3 jetzt ausgesucht. Und zwar ist das mein Moroccan Oil. Das sieht schon total, das sieht einfach gar nicht mehr. Man kann es kaum noch lesen. Das hatte ich auch mit in Panama und Costa Rica. Das ist jetzt auch fast leer. Ich liebe, liebe, liebe es. Es riecht toll, es pflegt meine Haare toll. Und alle, die trockene Haare haben, ich würde aber sagen, die sehr, sehr trockene Haare haben, mögen das bestimmt sehr gerne. Und für Leute, die eher so mitteltrockenes Haar haben, würde ich das empfehlen. Das ist das Mythic Oil von L'Oreal Professionals. Das ist jetzt, glaube ich, schon meine 3. Flasche. Das gebe ich nämlich wirklich bis hier ungefähr in mein Haar. Also schon so ab in die Hälfte, also in die untere Hälfte meines Haares. Während zum Beispiel das Moroccan Oil wirklich nur ganz unten in die Spitzen geht, weil das noch eine Spur reichhaltiger ist. Und das lässt eure Haare auch schön glänzen und pflegt es. Und das ist irgendwie noch so ein bisschen mehr. Also es gibt noch, es ist Haaröl, es pflegt, es nimmt die Trockenheit raus, aber es gibt auch nochmal so Glanz. Und ich liebe, 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 liebe es so sehr. Ich weiß jetzt auch, wieso es mir so schwer fällt, dieses Video zu filmen, weil ja alles so gut riecht. Und im letzten Video ist es ja nicht so, dass ich an allem riechen musste und gesagt habe, oh mein Gott, es riecht so toll und oh mein Gott, und das ist der absolute Wahnsinn. Und oh, da sind wir auch schon beim nächsten Produkt, und zwar ist das R&B von Lush. Das ist jetzt meine, also ich habe schon 2 Mal nachgekauft, und das ist halt eine nährende Haarcreme mit Hafer. Und auch hier wieder, oh, ist einfach so ein Traum, ihr müsst es mal riechen. Also wirklich, geht mal zu Lush und riecht das, es ist der absolute Wahnsinn. Ui, das ist ein Herr. Was ich halt eigentlich damit mache, ist, wenn meine Haare nass sind und ich aus der Dusche rauskomme, gebe ich das wirklich nur ganz unten in die Enden meines Haares und ich merke richtig, wie es die Feuchtigkeit aufsaugt. Also alles, was trocken ist, ist dann wirklich wieder so plumpt, also es ist wirklich aufgefüllt. Es riecht toll, es ist so, ich darf es nicht sagen, es ist wundervoll. Es tut mir leid, dass ich ein bisschen komisch heute bin, aber ich bin eigentlich total im Stress, aber ich möchte so viel reden und das passt einfach überhaupt nicht zusammen. Deswegen mache ich jetzt mal weiter mit so Gesichtsreinigung, und da benutze ich hauptsächlich, aber da benutze ich auch ganz viele und mag ganz viele, aber das ist so mein Liebling mit dem Dior, was ich euch aber nicht zeigen kann, weil es ja leer ist. Und deswegen ist das eigentlich so das nächste, was kommt. Und zwar das Estee Lauder Perfectly Clean Splash Away Foaming Cleanser. Das ist einfach so eine ganz normale Gesichtsseife. Zack, zack ins Gesicht und alles ist weg. Lässt so ein bisschen so ein, so ein Quietschi-Gefühl, aber nicht zu doll. Und ich mag die Pflegewirkung da sehr gerne. Man hat schon das Gefühl, dass das Gesicht nicht so ganz ausgetrocknet danach ist, was ich sehr gerne mag. Und das ist, glaube ich, ein Produkt, das habe ich noch nie erwähnt. Und das finde ich total eigenartig, weil ich das schon seit Jahren benutze. Und zwar ist das von Chanel, der Fresh Mattifying Toner. Ich habe da schon unzählige Bottlen von leer gemacht. Ich habe den
Jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Nee, ich weiß nicht wann. Auf jeden Fall schon vor vielen, vielen Jahren gekauft und seitdem kaufe ich ihn immer wieder nach, weil ich finde, Toner ist doch sehr wichtig und Toner, habe ich das Gefühl, machen viele nicht. Also für mich persönlich ist das wichtig. Jeder hat ja auch eine andere Hautpflegeroutine. Und ja, das ist nicht irritierend zu meiner Haut, hat einen sehr schön frische, ja, einen sehr schön frischen Geruch und ich liebe das sehr. Und das ist schon so mein Nummer 1 Toner, würde ich sagen. Und um mein Augen-Make-up abzunehmen, no surprise, Bioderma. Meine Freundin hat mich letztens gefragt, ob ich das Pinke lieber mag oder das Grüne. Ich merke da wirklich keinen Unterschied, aber ich werde das Pinke nachkaufen, weil das hübsch ist. Ja. Yeah. Normalerweise wäre jetzt wieder der Zeitpunkt, wo ich anfange, eine Lobeshymne zu schwingen zu Origins. Ich höre aber auf damit, weil ich glaube, ihr wisst alle, wie sehr ich diese Marke vergöttere. Absolute Lieblingsmarke auf der ganzen Erde. Und da habe ich natürlich mein Origins Modern Friction das ganze Jahr über benutzt. Ich finde, das ist das beste Peeling überhaupt. Das ist einfach... Also, schwierig. Man benutzt das, man kann das halt auf trockener Haut oder auf nasser Haut benutzen, je nachdem, was man für eine Haut hat. Ich gehe damit immer erst auf meine trockene Haut, gehe dann in die Dusche und dann massiere ich das nochmal so schön ein. Und man kommt raus, man hat wirklich das Gefühl, dass man im Spa war. Also das ist so mein Spa-Produkt überhaupt. Ich liebe das. Es ist wirklich, was erzähle ich da eigentlich? Wenn es für mich ein Peeling auf dieser Welt geben würde, was wirklich meine Haut zum Strahlen bringt und alles so rausnimmt und einfach so einen Neustart den nächsten Tag gibt, dann auf jeden Fall das Modern Friction von Origins. Jetzt, wo ich gerade bei der Maske war, habe ich hier noch kurz meine Rival de Loop Clear Up Strips. Ich war nie so ein Fan von dieser ganzen Strip-Situation. Das hat für mich irgendwie nie geholfen. Aber bei denen ist das echt eine andere Geschichte, muss ich sagen. Also, sie tun mir so ein bisschen weh, wenn ich sie dann runterziehe, weil ich halt so trockene und sensible Haut habe. Aber diese Rötung geht doch relativ schnell weg und man merkt wirklich, wie die Haut von innen heraus gereinigt ist. Man nimmt wirklich diesen ganzen Ekel weg. Und für 1,50 € unschlagbar, liebe ich total. Hätte ich dieses Jahr nicht so viel Good Skin Labs benutzt und mehr wieder meine Origins Perfect World Reihe, wäre die auf jeden Fall in diesem Video. Aber da ich ja wieder sehr viel Good Skin Labs benutzt habe und auch ausprobiert habe, kommt das auf jeden Fall rein. Aber die beiden sind so mehr oder weniger gleich. Das erzähle ich jetzt hier in einem Atemzug, weil ich habe da schon ein separates Video drüber zu gemacht, zu der Circleplex. Das ist eine Tages- und Nachtpflege, also ein 24-Stunden-Reparatursystem. Ich liebe, liebe, liebe das so sehr. Und dann habe ich von Good Skin Labs auch meine Extend 10 benutzt und darunter mein Smooth 365 Serum. Diese Kombination mit den drei ist einfach Bomb. Die Haut ist so schön gepflegt. Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Und ja, falls ihr diese Marke noch nicht kennt, es gibt sie bei Douglas und ich verlinke euch alles weitere unten in der Infobox. Und ja, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Jetzt habe ich eine Creme, die ich euch trotzdem noch zeigen möchte, weil sie, wenn ich es mir leisten könnte, wäre das die einzige Creme, die ich immer benutzen würde. Obwohl ich die anderen Sachen natürlich liebe, aber das ist für mich, das ist halt ein bisschen krass, aber das ist halt von L'Aquiline, das ist eine Schweizer Firma, also für alle, die aus der Schweiz kommen, werden das kennen. Und ja, ich habe das einmal gekauft, weil ich so neugierig war und viel darüber gehört hatte, bla bla bla. Auf jeden Fall ist das halt eines Cellular Ideal Hydration Fluid, also mit Hyaluronsäure. Und das ist definitiv die teuerste Creme, die ich jemals, glaube ich, auch in meinem Leben besitzen werde. Ich habe sie auch immer ganz, ganz sparsam benutzt, weil sie halt sehr, sehr lax ist. Also, ja, was soll ich dazu sagen? Ich verlinke euch das trotzdem sehr gerne unten, weil ich finde, das ist jeder Cent wert. Aber so viele Cents habe ich leider nicht, dass ich mir das immer leisten kann. Jetzt komme ich definitiv zu meinem Hautpflege-Gewinnerprodukt und zwar ist das von Origins das Weitersingen. Das ist im Endeffekt eine getönte Feuchtigkeitspflege, aber wie ich auch schon so oft gesagt habe, finde ich, das trifft es einfach nicht. Das ist so ein ganz einzigartiges Produkt. Es gibt auch die Daywear von Estée Lauder, ich finde das aber schöner und selbst meine Mama benutzt das mittlerweile. Ich habe es letztens meiner Freundin mit ihr gekauft, sie benutzt es jetzt. Also ich habe wirklich jeden damit angesteckt, möglich, den es irgendwie gibt, weil es wirklich das tollste Produkt überhaupt ist. Ich benutze das immer noch über meiner Feuchtigkeitspflege, einfach nur, dass ich trockene Haut habe. Für jeden, der nicht so trockene Haut hat, wird es auch einfach so reichen. Feuchtigkeitspflege, es deckt alles ab, es nimmt alle Rötungen raus, es riecht toll, es pflegt toll. Ich möchte das heiraten. Noch mal kurz zu Körper und Händen und so und surprise, surprise, Origins. Und zwar habe ich das Incredible Spreadable Smoothing Ginger Scrub. Diese Ginger-Reihe ist so unnormal, wundervoll.
ich kann nicht. Also auch dieses Body-Soufflé. So. Also alle, die Ginger mögen und ich zum Beispiel, ich mag Ginger, also hier Ingwer, gar nicht im Essen oder so, ne? Ich finde das ganz schlimm, aber dieser Geruch ist so... Oh Gott. Also wenn ihr ein schönes Scrub möchtet, das ist hier aus Zuckerkristallen, das ist also nicht sehr hart für eure Haut, das ist eher so ein Scrub auf der leichteren Seite, dann schaut euch das definitiv an. Ihr seht ja, meins ist auch schon wieder fast leer. Ich kann ohne das nicht. Ich habe es auch schon mal gesagt, ich benutze es auch ab und zu im Gesicht. Ganz leicht nur, aber es so schön riecht. Dann muss ich ganz kurz noch meine, Handseife 2013 in die Kamera halten, weil ich sie so sehr liebe. Anna, du hast da total gute Arbeit geleistet, dass jetzt ungefähr die halbe Welt diese Handseife liebt. Und zwar von Palmolive, die Bergamotte und Verbena. Falls ihr die noch nicht habt, ihr müsst sie wirklich riechen. Sie pflegt die Hände toll, aber dieser Geruch, oh, Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Ich habe, glaube ich, auch noch 4 Backups bei mir gerade stehen. Wie sehr haben mich Deos dieses Jahr beschäftigt? Das war ja so auch mein Ding und meine Suche und ich war sehr lange auf der Suche und die Suche hat ja jetzt ein Ende gefunden, wie ja einige auf jeden Fall wissen. Und zwar benutze ich jetzt das Wolkenseife, also die Wolkenseife Deo Creme in High Spirit und ich habe auch hier schon ein großes Loch reingegraben. Sie hält so lange. Ich habe sie jetzt auch im Urlaub immer benutzt und ich habe sie, glaube ich, seit 3 Monaten und ist immer noch die Hälfte drin. Ich habe sie auch gerade meiner Freundin geschenkt und mein Freund benutzt diese maskuline Art davon. Also selbst wenn mein Freund so etwas benutzt, das ist wirklich, das heißt es. Also das ist aluminiumfrei, vegan und das lässt euch nicht schwitzen. Ich benutze es immer. Wir haben es auch im Urlaub, wie gesagt, bei 35 Grad benutzt. Also falls ihr auch auf der aluminiumfreien Seite seid, geht auf jeden Fall mal hier auf Wolkenseife. Ich verlinke euch das auch. Und Top-Produkt überhaupt. Es tut mir leid. Ich dachte, das Video wird viel kürzer als das erste. Und ich glaube, das ist hier mindestens doppelt so lang. Ich komme noch kurz zu Düften. Und zwar habe ich auch so schwer getan. Aber ich dachte, ich nehme jetzt so einen frischen Duft und so ein bisschen herberen Duft. Und zwar mein frischer Duft ist das Jasmin Noir von Bulgari. Sagt man das so? Ich habe noch nie jemanden gehört, der das ausgesprochen hat. Bulgari, oder? Ich sage es einfach mal so. Das ist... Oh, das ist so schön frisch, aber ich finde, frische Düfte wirken oft jung, also so ein bisschen jugendlicher. Das ist aber sehr, sehr erwachsen. Das ist auch sexy, obwohl das so frisch ist. Und ich finde, das verändert sich so im Laufe der Zeit. Ich mag das am liebsten, das Grüne. Es gibt ja auch ganz, ganz viele verschiedene davon. Es gibt auch so ein ganz derb, also derb riechendes. Ja, ich bin nicht der Beste im Düfte beschreiben. Es tut mir unglaublich leid, deswegen... Ich verlinke euch, glaube ich, mal unten in der Infobox, was so die Marke sagt, wie das riecht. Das ist vielleicht eine Idee, dann könnt ihr euch das mal durchlesen. Und dann habe ich noch als etwas herberen Duft, den ich jetzt auch eher so im Winter, Herbst und so benutzt habe. Und zwar von Elisab, das ganz normale Parfüm. Das ist auch das Parfüm und nicht das Eau de Toilette. Und das ist eigentlich gar nicht meins. Also meine Freundin hat mich darauf gebracht und sie hat mir das mitgebracht, weil sie das mal benutzt. Gott, Jamina, lern doch mal Düfte zu beschreiben, bitte. Es ist sehr süß, aber auf der anderen Seite auch unglaublich schwer. Also ich finde es fast noch schwerer als Hypnotic Poison von Dior, was auch eine meiner Lieblinge ist. Also ich mag es eigentlich schwer, aber das ist schon irgendwie total so... Aber auf der anderen Seite ist es halt so süß und das ist wirklich sexy. Also das ist so schon so ein bisschen so ein kleiner Verführduft. Jetzt haben wir noch die Kategorie Nägel. Und, oh Gott, also, da habe ich jetzt wirklich nur 2 genommen, weil ich dachte, okay, ich gucke mir, was war in 2013 revolutionär für mich. Und das war genau das hier, was ich trage. Und zwar schwarze Fingernägel. Ich habe sie immer getragen. Winter, Herbst, es war mir total egal, weil ich finde, schwarze Nägel sind so zeitlos. Und mein absolut Lieblingsschwarzer Nagellack ist von Deborah Lipman. Und zwar ist das die Farbe Fade to Black. Das bekommt ihr relativ einfach bei TK Maxx, falls ihr keinen TK Maxx habt. Verkauft es Douglas ja auch, aber eigentlich verkaufen sie es ja gerade nicht mehr, weil es irgendwie Abverkauf ist. Aber es ist nicht so schwer, da ranzukommen. Und falls ihr das nicht bekommt, tut es ja eigentlich auch jeder andere schwarze Lack. Der von Essie ist genauso gut. Aber ich finde den halt einfach so schön, weil er ist so tiefschwarz. Also ich habe auch noch andere schwarze, also Schwarztöne, aber die sind nicht so schön. Also ich... Oh boy, wir lieben uns. Jetzt habe ich noch meinen liebsten Topcoat. Und zwar ist es eigentlich so ein bisschen Love-Hate, weil
Ich liebe ihn, weil ich habe ihn auch hier drauf. Er gibt so ein schönes Gel-Finish. Und zwar ist es der Sash Sweet, kann man bei Amazon kaufen. Problem ist nur, mein ist jetzt halb leer und dann wird er schon so gloopy. Also man bezahlt quasi den vollen Preis, kriegt aber nur die Hälfte vom Produkt. Das regt mich so ein bisschen auf. Ich würde auch gerne einen neuen Topcoat entdecken. Den von Essie finde ich... Deswegen, falls ihr einen anderen, also einen anderen außer dem von Essie habt, schreibt mir das gerne als Topcode, weil irgendwie, das ist schon teuer und das regt mich so ein bisschen auf, aber er ist halt so, so gut, also die erste Hälfte ist so toll, dass ich ihn irgendwie immer nachkaufe, aber eigentlich ist es auch Quatsch. Jetzt auf jeden Fall in puncto Lack, mein Nagellack 2013, also den habe ich noch mehr getragen als schwarze Lacke, und zwar ist das von Essie After School Boy Blazer, das ist ein Navy Blue, also ein ganz, ganz tiefes Blau. Ich habe noch nie so einen schönen Nagellack besessen, wirklich nicht. Obwohl es blau ist und das ist, keine Ahnung, also ich habe nichts anderes getragen, seitdem ich den habe, und das ist jetzt schon, wie lange ist der jetzt raus, 3 Monate oder so, von all meinen Lacken, ich würde sie, glaube ich, alle austauschen. Also könnte ich mir nur einen... Also entweder falle ich vom Stuhl oder ich schmeiße Sachen runter. Das ist wirklich so... Och, das ist echt eine Katastrophe. Okay, auf jeden Fall ist er heil geblieben. Und ja, ich finde ihn auch hier wieder total zeitlos. Und man kann ihn irgendwie immer tragen. Und ja, deswegen sind es beide meine Favoriten. Aber sehr untypisch, weil einfach nur total dunkel. Und ich mag ja nicht meine pinken Lacke. Aber ich dachte mir, das ist ja schon so... Für mich jetzt was Spezielles, deswegen top. Das war's mit meinem 2013 Haarpflege, Skincare, alles was es sonst noch so gab, Favoriten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war ein bisschen chaotisch, es tut mir total leid. Ich weiß auch nicht, was heute mit mir los war. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat und ich so ein bisschen meine Liebe dafür herüberbringen konnte. Wobei, da bin ich mir relativ sicher, ich sollte es ein bisschen weniger sagen. Ich hoffe, euch haben meine Jahresfavoriten gefallen. Lasst mir gerne Feedback da. Und ich fand das übrigens ganz toll, dass ihr meine Vlogs aus dem Urlaub sehen möchtet. Die habe ich jetzt auch schon fertig. Ich wollte nur irgendwie diesen zweiten Teil hochladen, nachdem der erste da war. Sonst wäre das ja so ein bisschen... Das fand ich irgendwie doof. Aber in, ich denke mal, 2 Tagen wird es dann meine Vlogs geben. Und ich hoffe, ihr findet sie gut und habt ein bisschen Spaß, sie da zu schauen. Und ja, ich denke, ich werde jetzt auf jeden Fall gehen. Tut mir leid, wenn das Video etwas länger war. Aber irgendwie, naja, wie es halt so ist, ne? Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag. Ich gehe mich jetzt nochmal etwas an meine Haarfarbe gewöhnen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Ich freue mich. Bis dahin. Ciao, ciao.